So ähnlich ist es eben auch mit den... Hörst du mich nicht mehr? Okay, irgendwie spinnt gerade Technik, dann gehen wir heute einfach mal einen anderen Weg. Kolja, komm mal rüber. Na gut. Irgendwie habt ihr mitbekommen, das hat nicht ganz funktioniert. Und da du eh in Stuttgart bist, haben wir gesagt, komm, machen wir das Ganze nochmal nebeneinander. Ich habe nämlich auch noch was mitgebracht hier. Es soll heute um das Thema EZB-Vizepräsident, der jetzt ziemlich sicher ist, wer es wird. Aber Wer löst denn irgendwann Mario Draghi ab? Und was hat da eigentlich die ganze EU und die Kommission und der Rat, wenn es also gibt? Genau. Welche Einflüsse haben die? Also einfach mal ein bisschen so ein kleines Pokerspiel in dem Bereich. Genau, vor allem auch, warum ist es überhaupt wichtig? Ja. Warum sollte es uns als Privatanleger interessieren, wer EZB-Präsident ist? Kannst du vielleicht auch kurz mal erklären. Auch das zum Beispiel, welche Einflüsse gibt es da? Was hat eine Taube und ein Falke mit der Politik zu tun? Nordeuropa, Südeuropa, all das sind so Themen, die da wichtig dazukommen. Und anfangen würde ich mal ganz gerne mit dem Thema wirklich Vize. Wer wurde jetzt erstmal Vize? Weil wir haben vor einigen Tagen die Entscheidung getroffen, und nicht wir zwei, sondern der Europarat, wer dann voraussichtlich als Vize-EZB-Präsident vorgestellt wird. Und da gab es eigentlich zwei Länder, die ihre Kandidaten ins Rennen geschickt haben. Das war einmal Spanien und das war Irland. Und das waren die zwei Länder, die jetzt ihren Vizepräsidentenkandidat vorgestellt haben. Insgesamt zu diesem ganzen Pokerspiel, das wir heute mal durchgehen möchten, gehören natürlich auch die Länder Frankreich, Niederlande und Deutschland dazu. Das sind so die Länder, wo einiges passieren wird. Zum dem spanischen Kandidaten wolltest du noch ein bisschen was dazu sagen. Genau. Aber vielleicht mal ganz kurz. So, da ist er ja schon. Genau. Wie in so einem Abspann, diesmal aber im Vorspann. Welche Teilnehmer gibt es denn einmal? Haben wir hier den Herrn? Sprich du aus, das ist glaube ich leichter für dich. Ja, Luis de Juindos oder irgendwie so. Juindos. Ja. Also, Juindos. Der ist bisher Staatssekretär in Spanien, Wirtschaftsministerium und Mitglied der Europagruppe. Was diese Europagruppe ist, da kommen wir gleich mal dazu. Und der wurde, sage ich mal, als einer der möglichen Vizekandidaten von Spanien ins Rennen geschickt. Den Jens Weidmann, das ist der aktuelle Präsident der Deutschen Notenbank, der natürlich dementsprechend auch für recht strengere Geldpolitiken steht. Also er hat sich nicht nur Freunde gemacht in Europa, weil er halt für einen durchaus sparsamen Geldpolitik Kurs einschlägt und nicht eben wie momentan mit Mario Draghi halt noch expansives Geldpolitik haben. Deswegen nicht bei allen Europäern beliebt, für Deutschland natürlich aber ein wichtiger Mann. Ja. Dann haben wir Philipp Lane, der jetzt ja ebenfalls ins Rennen geschickt wurde, ein sehr bekannter Volkswirtschaftler, ein Professor, der für die Iren eigentlich ins Rennen gehen sollte, von dem er auch sehr viele Gutes gelesen hat bisher, dass er sich in dem Bereich der Volkswirtschaft wirklich sehr einen guten Namen gemacht hat. Mhm. Wir haben den Herrn Draghi, den stellen wir jetzt einfach nicht mehr weiter vor, den kennt, glaube ich. Mittlerweile kennt den, glaube ich, jeder. Großen im Ganzen. Dann den Juncker, also der aktuelle Präsident der Europäischen Kommission. Mhm. Was hat der damit zu tun, was in der EZB geschieht? Da kommen wir aber nachher drauf zu sprechen, weil wir möchten nicht nur kurz auf die EZB, sondern auch mal auf die Europakommission eingehen, weil auch dort zieht ja nächstes Jahr der nächste neue Präsident ein. Und der Juncker wird definitiv nicht mehr neu aufgestellt werden. Dann haben wir hier, da spare ich mir einfach mal einen Namen zu nennen, weil ich kann ihn nur falsch sagen, der französische Notenbankchef. Hättest du einen Versuch? Was? Villeroy de Gallo oder Gallo, okay. So, ja. Dann würde ich einfach sagen, der französische Notenbankpräsident. Genau. Das machen wir uns einfach. Genauso der Knut, das kann man sagen. Klaas Knut. Ja, das also ist einfacher. Der Notenbankpräsident von Niederlande. Dann haben wir einen Barnier, den hört man heute auch häufiger mal. Der ist einfach gerade in der Brexit-Verhandlung als Unterhändler für Europa unterwegs. Okay. Also dementsprechend ist er da jetzt momentan sehr häufig mal in den Nachrichten genannt. Der wird auch ganz heiß als Nachwuchs, oder als Nachwuchs, als Nachfolger vom Juncker gehandelt momentan. Also wenn man Franzose dann vielleicht den Niederländer ablösen würde. Und ihr merkt, ich spreche häufig von Ländern, weil das ist entscheidend in der Europapolitik häufig. Dass es zum Beispiel nicht sein kann, dass zweimal nacheinander das gleiche Land irgendein wichtiges Amt bekommt. Mhm. Und deswegen ist es wirklich wie ein Poker ein bisschen. Und nur, so ein bisschen wie beim Fußball, so, ne, mit dem parteiisch genau, und der eine Schiri darf genau, nicht beim anderen. Man muss halt gucken, dass man da irgendwie eine ganze Möglichkeit sehr fair aufteilt. Wobei oft die Frage kommt, die Personen sollten eigentlich Europapolitik machen. Wie weit machen die ihre Landespolitik trotz allem? Genau. Gut, man kann zu Draghi sagen, was er will, aber die Politik, die er macht, ist für Italien momentan wegen der Schuldenkrise eine gute Politik. Ja. Wir haben jetzt gerade die Wahlen in Italien gehabt, das ist natürlich auch spannend, aber das ist ein anderes Thema. Habe ich auch gerade gelesen in der Wirtschaftswoche, jetzt die unterschiedliche Politik zwischen jetzt EZB und der Fed beispielsweise, die ja jetzt in den letzten Zeiten immer weiter so schrittchenweise das Ganze erhöht hat, wohingegen in Deutschland irgendwie noch keiner so wirklich annimmt oder in Europa, dass die Zinsen irgendwie mal steigen werden. Also dieses Jahr wollte die Fed ja nochmal dreimal voraussichtlich langsam anheben. Und die sind ja schon auf 1,5, glaube ich, jetzt oder so. Jetzt kommen natürlich alle und sagen, legen wir jetzt in den USA an.
Deswegen wegen den steigenden Zinsen, aber das ist wieder ja. Währungsthema. Aber ich glaube, da mal ein anderes Video mal zum Thema. Lohnt sich. Ich denke mal, es geht auch darum, quasi so, sollte es mal wieder so wirtschaftlich richtig kriseln, mhm. ja, hat dann, haben wir dann überhaupt noch eine Möglichkeit zu handeln. USA hat wieder ein bisschen ein paar Pfeile im Köcher, bei uns wird es schwierig. Das noch ist mehr die, sozusagen die Theorie. Ja? Ganz genau, richtig. Dann haben wir einen Trichet, der lange Zeit von 2003 bis 2011 Präsident der Europäischen Kommission war. Mhm. Und der Herr Duisenberg, der von 1998 bis 2003 der Präsident war. Also ich gehe auch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ich zeige aber nachher, warum das wichtig ist. Und dann haben wir noch zwei Deutsche, die momentan in der, im EZB-Direktorium sitzen. Mhm. Ja, eine Frau, oh, ein Wunder, eine immerhin. Und dann haben wir noch den Chefvolkswirt, der ebenfalls im EZB-Direktorium sitzt. Wer noch nie was vom EZB-Direktorium gehört hat, auch darauf gehen wir gleich mal Also es gibt ein. Sozusagen EU-Kommission, es gibt EZB-Rat, es gibt ja. Direktorium und was gibt es noch alles jetzt, was wichtig ist für das Video? Und dann ist, also den Rat, lassen wir, gar nicht mehr den Rat lassen wir mal weg, der EZB-Rat, dort okay. sitzen eigentlich, obwohl, den dürfen wir nicht weglassen, da kommt nachher ganz kurz, im EZB-Rat sitzen die Regierungschefs der europäischen Länder. Hm. In der Kommission ist einfach ein parlamentarischer Vorsitzender, das ist das Parlament, das Europäische. Hm. Die EZB-Direktorium hat was mit der EZB zu tun, da kommen wir aber gleich hin. Und jetzt gehen wir mal drauf, welche zwei waren im Gespräch? Das waren ja von der Europagruppe. In der Europagruppe, noch ein anderer Name, ganz wichtig, damit die Leute wirklich durcheinander bringen. In der Europagruppe sitzen alle, sagen wir, Finanz- und Wirtschaftsminister, meistens die Finanzminister der europäischen Länder drin und manche hohe, ich sag mal, Staatsangestellte von einigen Ländern. Und die entscheiden zum Beispiel, oder anders gesagt, sie schlagen vor, wer als nächstes zur Wahl angestellt werden soll für den Vize oder für den Präsidenten der EZB. Ja. Und die Wahl an sich, die trifft der EZB-Rat. Dort sitzen die ganzen Regierungschefs. Also die filtern vor und sagen, wer soll denn euch zur Wahl vorgestellt werden? Ja. Und dieses Mal waren eben diese zwei Personen, die zur Wahl eigentlich, sag ich mal, im Gespräch waren. Mhm. Einmal Frankreich, einmal Irland. Mhm. Was wichtig ist, dass man wissen muss, man versucht im Normalfall, momentan hat man es nicht, weil man im portugiesischen Vize haben und italienischen Präsident. Aber im Normalfall versucht man immer Vize und Präsident zwischen Nord- und Südeuropa auszugleichen. Ja. Das sollte eine Waage sein. Und dementsprechend ist die Wahl, wer jetzt Vize wird, irgendwo ein Ausdruck davon, wer voraussichtlich den nächsten Präsident stellt. Das heißt, wenn jetzt theoretisch Irland als nordeuropäisches Land den Vize bekommen würde, sind die Chancen, die Wahrscheinlichkeiten, dass der nächste Präsident wieder ein Südeuropäer wird, sehr hoch. Und andersrum, wenn jetzt ein Südeuropäer drankommt, dann ist mit höherer Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr ein Nordeuropäer dran, den Präsidenten zu stellen. Wenn also der Philipp Lane die Wahl gewonnen hätte, wäre fraglich, welcher Südeuropäer nächstes als Präsident auf der Gegenwaage eingestellt wird. Jedoch, jetzt fängt das Spiel schon an, hat der irische Finanzminister kurz vor Aufgabe der entsprechenden Person zur Wahl Philipp Lane wieder zurückgezogen. Das heißt, man hat erst mal gereizt, wie beim Poker, wie beim Skat spielen, hat aber danach das Ganze zurückgezogen. Dementsprechend war klar, ein Südeuropäer wird jetzt Vizepräsident. Okay. Und jetzt stehen wir zu fragen, wann ist die Wahl? Wann steht 19. Das fest? Oder 20. oder 22. Ende des Monats. März jetzt. Genau, wird auch wirklich die Wahl bestätigt. Wissen wir dann, ob hier dieser Herr Vizepräsident wird? Ganz genau, das wird Ende des Monats bestätigt. Interessant. Und dann wird eben die Wahl, 22. März, habe ich stehen, wird bestätigt, ob es er wird, dass nur einen gibt, der zur Wahl steht. Ist so relativ sicher. Das ist ja fast bei den Grünen dann. Das war sehr lustig übrigens. Okay, die Frage ist jetzt, warum zieht er zurück? Warum wird von Irland Philipp Lane aus dem Rennen genommen? Ja. Also keiner weiß es genau, aber die Vermutungen sind einfach... Kann man nur mutmaßen. Genau, dass man sagt, na gut, die Position des Vizepräsidenten ist nicht so schwergewichtig, nicht so wichtig, wie die Position des EZB-Volkswirten. Denn der EZB-Volkswirt, Chefsvolkswirt, der durch seine Einbeziehung der ganzen Informationen, der ganzen Daten, gibt ja schon die geldpolitische Richtung vor. Mhm. Und in den meisten Fällen geht dann auch die EZB diesen Weg. Und darum sehen viele auch den EZB-Chefsvolkswirten eine sehr, sehr wichtige Position. Und dann kann Irland nächstes Jahr sagen, Moment, wir haben beim Vize zurückgezogen, jetzt also haben wir hier den Vorzug. Also es ist wirklich so ein kleines Pokerspiel. Und darum gehen viele Beobachter aus. Oder gleich beim Präsident halt, oder? Auch. Ja. Auch eine Möglichkeit. Das war aber die meisten, im Endeffekt kann man sagen, Präsident, dann dieser Volkswirt und dann erst der Vizepräsident. Eher. Ja. Also so davon geht man momentan aus. Okay. Und da im Mai 2019 der jetzige EZB-Chefsvolkswirt wahrscheinlich seine Position aufgeben wird, wird der Philipp Lane da ganz stark als möglicher Nachfolger gehandelt. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu diesem EZB-Direktorium. Was hat denn das eigentlich zu sagen? Weil den Namen haben wir vielleicht recht selten gehört. In diesem EZB-Direktorium sitzt natürlich der Präsident und der Vizepräsident. Und dann sitzen noch mal vier feste Mitglieder, die in diesem EZB-Direktorium drin sitzen. Und da haben wir momentan eben mit Frankreich,
mit Luxemburg und mit zwei Deutschen. Man sieht, es ist relativ deutschlastig, dieses EZB-Direktorium. Und dieses EZB-Direktorium hat immer, die Mitglieder haben immer ein festes Stimmrecht. Denn immer am ersten Donnerstag im Monat setzt sich dieser EZB-Rat zusammen. Und der EZB-Rat besteht eben aus diesem Territorium und den Finanzminister aller europäischer Länder. Problem ist hier nur, dass eben seit längerer Zeit, seit 2015, nicht jeder seine eigene von den EZB, Entschuldigung, nicht Wirtschaftsminister und Finanzminister, sondern die Zentralbanken der einzelnen Länder, nicht jedes Zentralbankmitglied hat seine eigene Stimme, weil es einfach schon langsam zu viele wurden. Nur die in dem Direktorium? Nee, die haben es immer. Die haben bei jeder Abstimmung immer am ersten Donnerstag des Monats, also immer am ersten Donnerstag des Monats sitzen sie zusammen und meistens tut dann der Präsident danach was verkünden, wenn irgendein Ergebnis rausgekommen ist. Das ist dann da, wo jeder darauf wartet, was sagt der Herr Mario Draghi diesmal. Aber meintest du nicht vorhin, dass der EZB-Rat sozusagen den von den Finanzministern... Der Europarat. Was? Bestimmt, wer gewählt wird. Der Präsident. Wird. Genau. Ah, okay. Länder habe ich vorher auch drin. Okay, sonst könnte er sich ja selber wählen. Nein, das ist kein Papiermobil. Okay. Der Europarat besteht aus den gewählten Staatsoberhäuptern und der EZB-Rat beinhaltet... Territorium plus diese Länder. Und bei den Ländern einfach gesagt, na gut, die haben immer jeweils eine Stimme. Dann sagt man, na gut, die fünf größten Länder, da zählt eben Frankreich, Deutschland, Niederlande, Italien und... Noch England oder was? Nee, Spanien dazu. Spanien. Die fünf Länder haben immer vier Stimmen. Das heißt, alle fünf Monate hat Deutschland keine Stimme bei einer Abstimmung. Das wird immer monatlich vergeben. Und die restlichen... Das sind, glaube ich, pass mal auf, ich habe es sogar aufgeschrieben, extra 14 Staaten haben 11 Stimmen. Das heißt, und genau mit diesen 6 Stimmen von dem EZB-Direktorium, die 4 Stimmen der 5 größten Länder und die 11 Stimmen der 14 weiteren Länder, kommt am Schluss ein Ergebnis raus, was die EZB bestimmt. Das heißt, der Präsident alleine kann nicht sagen, was man tut. Man sieht, die einzelnen Zentralbankchefs der Länder haben durchaus auch was zu sagen. Ja. Und erst danach, wenn man sich dann einigt, wobei einig sind die sich nie. Also wir haben nie ein Ergebnis, wo... Ja, aber das ist auch das Interessante, weil habe ich auch gerade gelesen, dass es zum Beispiel bei diesem Thema der Besteuerung, zum Beispiel, es gibt ja manche Länder wie Deutschland, die eher darauf aus sind, zum Beispiel solchen IT-Konzernen wie Google und Facebook, die Steueroptimierung, nenne ich es jetzt mal, zu erschweren. Und dann gibt es aber wiederum solche Länder wie zum Beispiel Irland und Luxemburg, die das nicht wollen. Und die können eben als einzelnes Land eben so eine ganze Entscheidung halt eben dann kippen, wenn sie nicht zustimmen. Willkommen in der EU. Ja, aber diese Entscheidung werden jetzt nicht im EZB-Rat getroffen. Hier geht es wirklich um Geldpolitik. Steuern, Anleihenrückkäufe und so weiter und so fort. Du hast ja gesagt, es geht nach Größe. Ja. Was für eine Größe jetzt? EU-Beitrittszahlungen oder Mitglieder? Nee, oder? Nach der Wirtschaftsmacht und wie groß der Bankensektor ist. Okay. Die zwei Punkte werden zusammengezählt. Und da haben wir jetzt eben diese fünf aufgezählten Länder, die da momentan dazugehören. Wichtig ist dann, wenn wir jetzt schon wissen, dass die Ausgangslage, Spanien stellt den Vizepräsidenten, der Ire, jetzt sagen wir mal ganz einfach, ist raus aus dem Rennen. Wie könnte es dann nachher weitergehen? Dazu mal erstmal die Aufzeichnung, wie sieht es denn bei der Europäischen Kommission in der Vergangenheit aus? Momentan haben wir mit Juncker einen Niederländer dran, davor war Trichet ein Franzose und davor war mit Duisenberg wieder Niederländer. Also man sieht, auf der Seite haben wir relativ große Dominanz, was Weiß, Rot und Blau angeht. Und wie ich vorher schon gesagt habe, steht momentan als möglicher Nachfolger, der stark gehandelt wird, im November 2019 Barnier an. Also, das heißt, wir haben dann dort wieder einen Franzosen. Wenn das so kommen würde, wird man sich überlegen können, kann es denn sein, dass diese ähnliche Farbkonstellation auch auf der anderen Seite bei der EZB zum Tragen kommen würde? Weil das ist schon mal auffällig, die Farbgebung. Bei der EZB, da steht auch am 1. November die nächste Präsidentenwahl an. Und da kann man ganz klar sagen, wir haben dort drei Kandidaten, die momentan gehandelt werden. Wir haben einmal hier aus Frankreich den Notenbankchef, den niederländischen und den deutschen Notenbankchef. Ja. Jetzt komme ich zu diesen zwei Tierchen, Taube und so, das ist interessant, zur Falke. Also wir haben dann momentan den Vize und den müssen wir irgendwo ausgleichen auf der anderen Seite. Und man spricht häufig von Einstellung von Tauben und von Falken. Tauben sind meistens die einfach eine sehr momentane Geldpolitik weiterverfolgen wollen, wie wir sie haben. Also weiterhin recht lockere Geldzinsen, weitere Anleihenrückkäufe, die zwar stückweise zurückgefahren werden, aber nicht sofort rigoros. Da spricht man eher von den Tauben, also für exzessive Geldpolitik sprechen. Und wir haben Falken, die eben genau fürs Gegenteil sprechen, eher mal einen Sparkurs einhalten wollen, die auch mal die Zinsen langsam anheben möchten. Und wenn man mal sieht, na gut, der französische Notenbankchef wird eher als Taube angesehen.
Und der Niederländer und der Deutsche eher als Falken. Ja. Und wenn man schon sagt, man versucht auch da immer ein Gegengewicht zu haben. Wenn der Vize jetzt schon ein Falke ist, versucht man den, Entschuldigung, eine Taube ist, versucht man dem auf der Gegenseite einen Falken zur Seite zu stellen. Mhm. Was dafür natürlich zu sorgen hätte, dass der Franzose da schon relativ schlechte Karten hat. Der zweite Punkt, was vielleicht gegen den französischen Notenbankchef als EZB-Chef sprechen würde, ist einfach genau das, was man hier oben sieht. Mhm. Es wäre halt undenkbar, wenn man die zwei wichtigen Positionen beide in französische Hände geben würde. Auch das wird in der EU eigentlich nicht durchgehen, weil wir haben vorher gesagt, da kürzt ein bisschen Gleichgewicht dazu. Ja. Hätten wir ja nicht. Also wäre das mit Wahrscheinlichkeit... Entweder der Niederländer oder der Deutsche dann. Genau, und wenn man sich die beiden anschaut, sieht es momentan einfach so aus, dass der Jens Weidmann bessere Karten hat, ein besseres Standing hat, aber man muss eins bedenken. Er muss ja vom EU-Rat gewählt werden. Und im EU-Rat sitzen halt viele Südeuropäer, die halt Angst davor haben, wenn jetzt ein EZB-Präsident rankommt, der die Geldpolitik, in Anführungszeichen, plötzlich die Zinsen ändert, etwas hochfährt. Für die Länder wird es schwierig. Also er musste noch einiges an Dienstleistungen erbringen, um irgendwo für die auch interessant zu sein. Das ist einfach auch Politik. Und da muss man halt gucken, was überhaupt gewählt wird. Mhm. Aber momentan gehen halt viele Beobachter davon aus, dieses ganze Spiel, das wir gerade versucht haben darzulegen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Jens Weidmann zumindest jetzt wesentlich bessere Chancen hat, als noch Anfang des Jahres als Draghi-Nachfolger gehandelt zu werden. Was man da noch bedenken muss, wenn wir jetzt wirklich Jens Weidmann als EZB-Präsidenten hätten im Jahr 2019 im November, würde man hier ganz klar feststellen, wir haben dann extreme Überhang an deutschen Mitglieder in dem EZB-Direktorium, die ja immer eine feste Stimme haben. Ja. Da aber genau hier ja voraussichtlich demnächst ja ein neuer EZB-Chefsvolkswirt die Position einnehmen wird, der irische Notenbankpräsident, würde sich das Ganze hier wieder relativieren. Ups. Und wir hätten dann weiterhin nur zwei Deutsche in dem EZB-Direktorium, wie wir es momentan haben. Mhm. Der Weggang vom bisherigen Volkswirt würde den Platz dann auch freimachen für Jens Weidmann. Mhm. Und da die Prognose, dass wir vielleicht Ende nächsten Jahres einen deutschen Notenbankpräsidenten haben. Mal schauen, vielleicht drehen wir in einem Jahr ein Video, ob die ganzen möglich, spannend, wenn dann überhaupt. Aber ich glaube, du wolltest noch ganz kurz was zu deinem, der Landsmann stimmt ja nicht, zum spanischen Vize mal ansprechen. Das würde mich auch interessieren in der Community-Diskussion jetzt zu dem Video, was ihr da immer davon hält, weil ich habe jetzt mal ein bisschen zu dem auch recherchiert, zu dem Luis de Guindos, und der ist jetzt zum Beispiel nicht unumstritten, sage ich es mal so, in Spanien gerade, weil er halt bei der Partei ist, die halt sehr viel mit Korruption und so weiter immer wieder zu tun hatte, weil er mal bei Lehman Brothers gearbeitet hat. Das ist ja sowieso dann immer schon so, was war da los damals? Obwohl es natürlich per se noch überhaupt nichts heißt. Dann eine ziemlich große Nähe zu Rodrigo Rato, dem ehemaligen Wirtschaftsminister in Spanien, der jetzt wegen Geldwäsche angeklagt wurde oder weiß ich nicht, ob schon verurteilt wurde oder verurteilt wurde und so. Und dieses Thema ist sozusagen dort auch immer wieder im Publik, und dass quasi jemand aus der Wirtschaft jetzt, der irgendwie Investmentbanker war, irgendwie dann direkt zur EZB kommt, das Gleiche ist ja auch mit Mario Draghi, der ja auch mal bei Goldman Sachs gearbeitet hat. Was ich nur immer so interessant finde, also meine Meinung dazu ist generell geteilt, weil einerseits klar, ich finde es sowieso, weil man sich dieses ganze Konstrukt anguckt und dass auf einer Seite die Finanzminister sozusagen den, die ja dafür verantwortlich sind, wer wiederum als Präsident wird und so weiter, die ja dann automatisch ihre nationalen Interessen auch versuchen, da durchzudrücken. Sollten sie nicht, aber irgendwo wird es geschehen. Es gibt, eigentlich müsste sozusagen EZB, wenn man es an diesem Fußballerischen orientiert, müsste der EZB-Präsidenten ein Brasilianer oder ein Amerikaner sein, der eigentlich, weißt du so? Neutral dazu stehen so könnte, richtig. Und andererseits sage ich aber auch immer ich meine, wer denn, wenn nicht sonst, sollte da arbeiten, wenn nicht jemand aus der Wirtschaft? Willst du da irgendjemand reinholen, wie bei Hugo Chavez damals? Der hat einfach die ganzen Leute in den Unternehmen ersetzt durch seine Leute, die in ihrem ganzen Leben noch nie in Unternehmen gearbeitet haben. Dann weiß man auch nicht, ob es da automatisch dann besser wird. Oder wie sonst in der Politik. Guck doch mal, wie schnell man zum Beispiel Verteidigungsminister werden kann, was man davor getan hat. Genau. Ob du dann bei der Bundeswehr warst oder nicht, ist eigentlich egal. Richtig. Was aber noch zu dem Bezug kommt. Also ich bin da geteilter Meinung. Was aber noch dazu kommt, dass genau er davor ja sogar in der Eurogruppe Mitglied war, in dieser Eurogruppe, die vorschlägt, wer der Vize werden soll. Ja. Auch das kommt relativ schlecht bei einem an, dass einer der aus der Gruppe, die entscheidet, wer der Vize werden soll, als Vize vorgeschlagen wird. Also man muss sagen, na gut, bisher hat er einen schwierigen Start, er muss sich beweisen. Ja. Aber anders gesagt, die Erwartungen sind nicht allzu hoch an ihm scheinbar. Dementsprechend kann er ja nur besser werden. Und so wie ich es verstanden habe, ist er jetzt quasi der einzige Kandidat noch, der übrig bleibt für diesen Posten. Also wird er wahrscheinlich gewählt. Wo man sagt, wer wird in Deutschland
quasi außer Merkel die nächste Rennen machen. Das wird in den letzten Jahren auch immer wieder klar. Also eigentlich, es wird halt relativ schwierig, dort einen anderen jetzt noch zu positionieren, weil es einfach nur einen gibt, der vorgeschlagen wurde. Okay, also vielleicht ein etwas sozusagen, ja, nicht ganz so spannendes Thema wie jetzt das normale Aktien, das normale Aktienthema. Nee, ich wollte nur sagen, erstmal, ja, weil, aber trotzdem. Auf den ersten Blick hat es nicht viel Implikationen. Deswegen, aber trotzdem hat sowas natürlich gravierende Auswirkungen auf den Aktienmarkt langfristig. Und deswegen finde ich schon interessant, mal so ein bisschen dahinter zu schauen. Notfalls auch zweimal angucken. Ich glaube, das war schon viel Stoff in der Zeit. Ja, also, auf jeden Fall. Ich habe es hundertprozentig immer noch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Du musst ja noch schneiden, vielleicht kommst du aber hin. Wahrscheinlich. So ist es meistens. Dann können wir mal richtig verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.